Ja, herzlich willkommen zu den CATV News aus dem November. Deutschland. Der Jugendrichter Andreas Müller hört auf. Der einstmals härteste Jugendrichter Deutschlands, der sich im Auftrag der Gerechtigkeit für eine Legalisierung von Cannabis einsetzte, zog sich komplett aus der Legalisierungsdebatte zurück. Sein Rückzug betrifft sowohl seine Mitgliedschaft bei der LEAB als auch die angestrebte Verfassungsklage, worüber der DAV viel berichtet hatte. Wir hoffen, dass Richter Müller wieder schnell Kraft findet und wünschen gute Besserung. Aber bleiben wir in Deutschland und kommen wir zum Schildauer Kreis. Ein Netzwerk von Juristen, Mediziner und Sozialwissenschaftlern kämpfen für eine Entkriminalisierung von Drogen und stellten auf ihrer Tagung Anfang November konkrete Regulierungsvorschläge für Cannabis und Ecstasy vor. Georg Wurth, das Aufhängeschild des Deutschen Hanfverbandes, teilte im Rahmen seiner Mitgliedschaft dem Schildauer Kreis besagte Regulierungsvorschläge mit, nach welchen konkreten Regeln die Legalisierung von Cannabis und MDMA erfolgen könnte. Auch im Hinblick auf Besteuerungen, Besitzmengen oder THC-Grenzwerten, welche für den Straßenverkehr gebraucht werden. Die Dokumente für Tagungen findet ihr auf der Webseite des Schildauer Kreises. Die Niederlande, Holland, guter Käse, schöne Windmühlen und angeblich das leckerste Gras in Europa. So kennen und lieben wir es. Doch wenn es nach der niederländischen Regierung geht, könnte das zumindest für uns Touristen bald vorbei sein. Die Christliche Union will alle Coffeeshops dazu zwingen, ein Cannabis-Verkaufsverbot für Touristen durchzusetzen. Der Justizminister Ferdinand Grapperhaus sei angehalten, die Kommunen anzuweisen, das Kriterium durchzusetzen, welches besagt, dass in Coffeeshops nur Personen bedient werden dürfen, die ihren Hauptwohnsitz in den Niederlanden haben oder eine niederländische Staatsbürgerschaft besitzen. Ja, wir können nur hoffen, dass die Coffeeshops-Betreiber sich gegen dieses Kriterium stellen und weiterhin auch an Touristen verkaufen. Alles andere würde nur wieder den Schwarzmarkt beflügeln. Ja, dann haben wir noch Malta. Legalisierungspläne vom medizinischen Cannabis für Haustiere. Wie Wissenschaftsminister Chris Cardona anlässlich des jährlich stattfindenden Malta Medical Cannabis Forums bekannt gab, arbeitet man bereits an den Plänen für die Produktion von medizinischem Cannabis für Haustiere. Wir überprüfen gerade die Erweiterung der ursprünglichen Gesetzesänderung, um Unternehmen in Malta für die Arzneimittelbehörde, welche an der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln für Haustiere und der möglichen Produktion dieser Medikamente zu beteiligen, so Cardona. Ja, Österreich. Wohl auch aufgrund unserer Aktion Citybag Driver wird nun von Experten aus ganz Österreich Grenzwerte für Cannabis am Steuer gefordert. 161 Führerscheine vorläufige Abnahmen gab es Mitte Oktober rund um die Hanfmesse Cultiva in Wien. Endgültige Zahlen wollen die Behörden nicht freigeben. Die Messebetreiber sprachen von einer Jagd auf die Besucher durch die Polizei. Nun fordern Experten eine Änderung der Straßenverkehrsordnung und des Führerscheingesetzes. Für Suchtmittel abseits von Alkohol, speziell für Cannabis, sollten konkrete Grenzwerte festgelegt werden, ab denen ein Autofahrer nicht mehr verkehrstauglich ist, fordern sie. Seitens der Politik will man darüber diskutieren. Derzeit regelt das Gesetz, dass man kein Auto lenken darf, wenn man sich in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet. Weil aber nicht jeder, der Spuren von Drogen im Blut hat, auch akut high ist, also fahruntauglich ist, trifft die aktuelle Regelung auch Menschen, die schon vor Tagen Cannabis geraucht haben, sowie jene, die medizinisches Cannabis oder CBD konsumiert haben, welches überhaupt nicht berauscht. Mögliche Folgen ist der Führerscheinentzug und ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Wie mühselig so ein Führerscheinentzug sein kann, zeigt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Wien Anfang des Monats, die nun veröffentlicht wurde. Ein Mann, der aus gesundheitlichen Gründen CBD-Cannabis konsumierte, war bei einer Drogenkontrolle positiv. Er hatte Spuren von THC, dem Wirkstoff, der Cannabis verboten macht, im Blut.
Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Lenkens eines Fahrzeugs durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand eröffnet. Er hob Beschwerde und gewann in zweiter Instanz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Damit wären wir am Ende dieser Sendung angelangt und wünschen euch eine schöne und besinnliche Adventszeit. Frohe Weihnachten. Lasst eure Kommentare da. Bis dahin. Baba.